Glaubst du wirklich daran? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, wo wir hier gerade wieder in Korinus sind. Ich bin gerade ein bisschen rumgereist. Einmal habe ich den Geldbeutel für Diego geholt, das werden wir jetzt sofort abgeben. Da ist aber nicht wirklich was Spannendes gewesen, da waren nur einfach drei Orks, die ich besiegen musste. Das war's, das hätten wir wirklich ohne Probleme machen können. Dann war ich bei Lee, um das mit Bennett zu klären, und da habe ich die Teleporter-Rune zum Großbauern noch bekommen. Die hat er wohl irgendwie in der Ruine gefunden. Das war aber auch nicht sehr spannend. Da konnte man noch mehr mit dem bereden. Das habe ich nicht gemacht. Das wollte ich dann mit euch gemeinsam machen. Und ich habe Kanta das Geld gezahlt. Ich habe im Internet nochmal nachgeguckt. Es gibt keine andere Möglichkeit jetzt mehr. Man hätte ihn vorher umbringen müssen, um das zu verhindern irgendwie. Aber ja. Ich habe dein Gold gefunden. Gut. Zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf. Ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Ach, und übrigens, ich war auch, als ich dann das mit Kanta geklärt habe, ein bisschen fleißig, ich habe ein bisschen Geld noch gemacht, wir haben wieder 11.000, habe ein paar Zauber gekauft und vor allem habe ich auch noch ein paar Tränke gekauft, die ihr sehen könnt. Also haben wir erstmal keinen. Ja, den gab es auch noch zu kaufen, den habe ich noch gar nicht eingenommen. Ah, Mana Plus 5, den konnte man bei Zuris kaufen. Fand ich ganz nett. Gut, dann jetzt einmal zu Gerbrand. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das? Das war Gerbrand. Hey, du! Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein. Ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Interessant. Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe! Okay. Kommt Diego jetzt rein? Ne. Schau ich nachher mal bei ihm vorbei. Stimmt, Lothar steht da jetzt natürlich nicht mehr rum, weil er ist ja... Ja. Das interessiert mich nicht. Erledigt. Ich wollte aber einmal bei... Wambo ist wirklich uninteressant. Bei dem Händler nochmal vorbeischauen. Der will ja immer noch diese Krallen von dem Snapper. Ich weiß nicht, welche Snapper-Krallen ich ihm da bringen soll. Wir können nur abwarten. Weil die ich habe, werden es ja nicht sein. Ich werde mich. Hey! Ja, zeig mir das. Die beiden Bücher, weiß ich gar nicht, ob ich die schon gelesen habe, sind auf jeden Fall viel wert. Feldknüterich, den kann ich mal mitnehmen. Geschwindigkeitstrank finde ich auch gut. Heilung ist auch wunderbar. Und der Rest ist relativ uninteressant, außer ich brauche was gezielt. Okay. Weil wir haben ja immer noch diese tolle... Oh, haben wir anscheinend nicht mehr. Kann das gefallen, du hast den Dieb? Haben wir es tatsächlich positiv schon abgeschlossen? Schwarze Fell. Tragung ist Armbrust, ja, Joe. Okay, das wissen wir nicht, aber also, ja. Wir wissen, wie man in die Türme reinkommt, oder wusste ich zumindest mal, aber den Kunden habe ich nicht. Das bringt uns nichts. Okay, ja. Anscheinend haben wir die Quest nicht mehr, hat sich einfach aufgelöst. Wird dann entweder unter den gelösten sein oder irgendwie habe ich es übersehen, ich habe keine Ahnung. Egal. Dann gehen wir jetzt zu Lord Hagen. Werden das mit Bennett klären, werden das mit den Drachen klären, werden alles klären. Und dann werden wir uns das Auge Innos irgendwie versuchen zu beschaffen. Gucken uns, ob die uns wieder aufhalten. Nein, diesmal nicht. Okay. Hallo. Bennett. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen.
Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Cornelius. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Okay, darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Reden wir über Lord über Garond. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Yay, das ist schön. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Vielleicht kann das Auge Inas uns jetzt alle retten. Also ich, ja, ist mir schon klar. Ist gut, komme ich mit klar. Aber es ist schön, dass wir jetzt eine Rune haben, dann kann ich nämlich einfach auch mal woanders hingehen. Die Situation im Minental ist beunruhigend. Aber wir werden Pläne entwickeln, um die Gefahren zu beseitigen und das Erz und unsere Jungs da rauszuholen. Die noch übrig sind. Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen, obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben. Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Orkhorden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben, und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein. Mhm. Dies werden wir dann noch sehen. Ritter Albrecht, bringt der mir was? Wir müssen auf jeden Fall mit dem Stadtschreiber reden. War der hier drin oder war der im Nachbarhaus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Cornelius, hier ist er. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Du willst doch weiterleben, oder? Im Kloster kann man dich zum Reden bringen. Was meinst du damit? Nun, wir haben Möglichkeiten, die Wahrheit zu erfahren. Schmerzhafte Möglichkeiten. Nein. Bitte nicht. Ich werde alles sagen, was du willst. Cool. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Und weg ist er.
Das mit dem Wissen wer wäre allerdings schön noch ganz nett, muss ich zugeben. Vielleicht steht da was drin, aber ich glaube es nicht. Cornelius Tagebuch. Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlt, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werde mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit, sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Tatsache. Das Problem ist, diese schwarzen Männer, das bringt uns nicht viel, diese Aussage. Ja, schön. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Ich glaube eher, dass die... Wie ist die Lage? Schwarzen umbringen. Ich muss einen Weg... Wir müssen vielleicht... Ja, das kennen wir schon. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu Bennett zurück. Und dann ist mein nächstes Ziel der Großbauer und danach das nächste Ziel das Kloster. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Und natürlich jetzt gerade noch Diego auf dem Weg. Ich würde gerne wissen, was da eigentlich gelaufen ist zwischen den beiden. Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Ich muss sagen, es gibt ja auch einen Grund, weswegen Diego in der Kolonie war. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Corinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Okay, Gold ist nicht so wichtig, muss ich zugeben, aber ja. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt? Keine Ahnung. Das hatten wir schon. Gut, dann... ich glaube, ich nehme wieder einen Geschwindigkeitstrank. Einfach, weil ich es kann. Sieht gefährlich aus. Einfach aus dem Grund, weil jetzt gehen wir zu Bennett, dass der freigelassen wird. Falls er nicht schon draußen ist, werden wir dann sehen. Und dann gehen wir zu Larius an den Hafen und sagen ihm, dass Bennett draußen ist. Und wenn wir das gemacht haben,
gehen wir dann zum Großbauer, beziehungsweise zu Lee. Und gucken uns da nochmal ein bisschen um. Und danach ins Kloster. Und dann, ja, wenn ich möchte. Das wäre erledigt, wobei Cornelius anschwärzen kann ich ja wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay, Bennett scheint schon raus zu sein. Zumindest ist er hier nicht. Gut, dann einmal kurz zu Laris. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das mit dem ganzen rumgelaufenen Rollenspiel manchmal etwas nervig finde. Aber ja, das gehört nun mal irgendwie dazu. Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie das Spiel aussieht, finde ich. Also bei dem Spiel hier, also es ist ja schon nett gemacht, allerdings ist es halt was älter und dann sieht es nicht so berauschend aus. Gibt's was? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Das klingt doch gut. So. Und dann werden wir mal zum Großbauer gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt lande. Ach, genau hier, okay. Warum ich das sage, genau hier. Das ist genau der Punkt, wenn man mit den Wegpunkten. Achso, die Wegpunkten, ja klar. Es gibt auch Cheats, wie man sich bewegen kann durch die Gegend. Und da gehört der dazu. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Das höre ich zum ersten Mal. Ich kann das nicht glauben. Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Das ist aber nett. Das bringt wahrscheinlich nicht. Bring mir bei, wie man mag. Solange du keiner von uns. Es gibt nur sehr. Und das ist. Das hatten wir alles schon mal. Wie sieht's mit. Was brauchst du? Verkauft er aber allerdings. Sogar im Erz. Kaufen, warum eigentlich nicht? Geld haben wir ja. Okay. Horst, kann ich dem irgendwas sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit. Ja. Habe ich anscheinend damals vergessen, mit ihm zu besprechen. Cypher, Torloff, ich weiß nicht, die ganzen. Das war keine große Sache. Gorn müsste doch auch irgendwo hier jetzt rumlungern, oder nicht? Er ist gerannt, als ob Bill fällt mir gerade ein. Boah, da sitzt er. Okay. Erstmal mit dir reden. Du bist ins Kloster gegangen? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun. Oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Hab ich nicht vor. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Ich komme aus. Also doch, was? Diese. Gut, je. Kann ich mehrfach sagen, schön. Kann ich mit dem irgendwas sagen? Ach so, du willst also bei uns mitmachen. Na. Ich will nicht bei euch mitmachen. Aber egal. Hey. Gone. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen.
Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen, sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Das ist eine gute Idee, ja. Also mit denen kann man hier noch wunderbar sich unterhalten, aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr so Spannendes. Ja, wäre unser nächstes Ziel tatsächlich das Kloster. Das wird doch keiner mehr hören. Das ist auch interessant. Das war doch klar. Wolfrieden wahrscheinlich genauso interessant. Probe schießen. Und? Bis jetzt noch nicht. Den kann man da irgendwie aufgreifen, ich weiß noch nicht mehr wie. Wir müssen auch eigentlich noch den schwarzen Troll besiegen, fällt mir gerade ein. Aber das werden wir wann anders machen, weil es ist jetzt auch schon 0 Uhr. 0 Uhr 2, um genau zu sein. Und an dieser Stelle mache ich dann mal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, macht es gut.